Was sind das genau für Händel? Das ist einmal ein Amrox, eine reinrassige. Das sind zwei Nutzungshunde und das ist ein Sulmdoller. Die hat der österreichische Kaiser schon in die Häuser gehabt. Und legen die Viereckige die Eier? Nein, das nicht. Das ist ein Schraubscheuerlamperl. Was machen die besonders? Die sind dazu gezüchtet, dass keine Rinden abbeißen, keine Knospen von den Bäumen abbeißen. Und Blumen fressen sie auch nicht. Also die waren zum Einsetzen für einen. Auf jeden Fall besser als das übliche Schaf und Ziege. Ja. Sind ganz genügsam, brauchen kein Kraftfutter, wachsen ohne Kraftfutter. Das ist einfach. Ein altes Schaf, eine alte Deutsches, von Deutschland haben sie es halt. Und was kostet das Schaf? Muss man sich halt dann ausmachen auf Größe und ja. Aber so ungefähr 100 Euro, 150 je nachdem. Ja, der hat nein gesagt, weil es mehr kostet. Muss er.